Oh, so süß und dann. Boah, ist der lecker. Ey, leck wow. Mich fett. Moin Whisky-Fans! Moin! Willkommen bei den Malt Mariners. Natürlich mal wieder mit Leon. Und Paddy. Tja, und ich hab dir noch was mitgebracht heute. Ja, du warst in Schottland. Ich war in Schottland. Du Arsch. Ah, du warst ja selber da. Ja. Aber nicht, man kann nie genug in Schottland sein. Das stimmt, da hast du recht, ja. Da gebe ich dir recht. Ja, traumhaft. Ich war nach 8 Jahren, fast genau nach 8 Jahren wieder Wahnsinn. In Schottland. Wahnsinn. Der hast du es nur ausgehalten. Ehrlich gesagt weiß ich's nicht. Aber ich war halt nie in der Gelegenheit da, tatsächlich wieder nach Schottland zu kommen. Und ich habe ja vorher 3 Monate in Glasgow gelebt, also vor 8 Jahren, genau, da habe ich mein Auslandssemester dort gemacht. Da habe ich mich auch dann das erste Mal in Single Malt Whisky verliebt. Ich habe auch tatsächlich, ich war dann auch in Glasgow, ich habe den gleichen Shop gefunden, ja. Wo ich damals den ersten Bowmore 12 gekauft habe, beziehungsweise mein Kumpel damals. Nice. Da habe ich ein Foto von gemacht, fand ich auch total super. Ich bin echt gespannt gewesen und ich war auch auf der Isle of Skye. Dort habe ich den Kollegen von Talisker besucht. Und als ich da in dem... in der netten Distillerie war, habe ich mich halt umgeschaut in dem Shop. Die haben echt einen super Shop da und habe mich mega gut mit dem Verkäufer da unterhalten. War ein echt junger, netter Kerl. Wir haben ein bisschen gequatscht. Und ich habe mir halt angeguckt, was die da so für Flaschen haben, was die so verkaufen, ne, was die haben. Und dann haben die auch ein Distillery Exclusive. Aber ich bin auch manchmal so ein bisschen, stand kein Alter drauf, waren halt nur so, 3 verschiedene Fässer. Aber die Informationen haben mir nicht so richtig gefallen. Mhm. Und 90 Pfund, ne? Also eine richtige Ansage. Und dann habe ich im Schaukasten das kleine Stückchen hier gesehen. 8 Jahre alter Talisker in Fassstärke. Ja, das ist ein Special Release von Diageo. So wurde aber früher tatsächlich abgefüllt, bevor der 10 Jahre alte kam, wurde eigentlich immer klassischerweise mit 8 Jahren abgefüllt. Und auch wenn es sich immer komisch anhört, im Kontext Whisky, vollkommen in Ordnung, ich stehe auf junge Raucher. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Und genau, den habe ich jetzt mitgebracht und ich dachte mir, den machen wir jetzt mal richtig auf. Geil. Jetzt haben wir mal richtiges. 8 Jahre, ich meine, es ist ja heute mal beim Thema No Age Statement und so. Ich finde es schön, wenn eine Brennerei sagt, Leute, der Whisky ist 8 Jahre alt, den füllen wir jetzt ab und schreiben es drauf. Ich finde das gut. Ein schönes Geräusch. Mhm. Immer, es wird nie langweilig. Mhm. Also von daher, warum nicht? Ich bin ein riesengroßer Fan vom Talisker 10. Einer meiner absoluten Lieblings-Go-To-Whiskys in jedem Pub-Kneipe. Mhm. Immer wieder schön. Warum nicht mal ein 8er und warum nicht mal eine Fassstärke? Richtig, 59,4 Volumenprozente. Wow. Ja? Also das fand ich auch super spannend tatsächlich. Ist ein First Fill Bourbon Cask. Ja, also ein das frisches, sieht man auch. Ja, das schön. Also auch, die Farbe ist echt klassisches First Fill Bourbon, würde ich sagen. Ja. Gold, ne? Sind wir, Schon so ein leichter Stich drin. Ne? Ja, doch. Also schon... Ich weiß aber nicht, ob der gefärbt ist oder nicht. Das weiß ich nicht. Talisker, Diageo, ich gehe mal davon aus, dass der gefärbt ist. Wenn es nicht draufsteht. Ich schnuppe schon mal. Deep Charred First Fill. Genau. Also wir haben auf jeden Fall auch hier ein hohes Charring Level. Also das Fass gut ausgebrannt, schön tief ins Holz. Dass wir tief ins Holz einbringen können. Cheers. Oh, riecht sehr geil. Als Talisker bin ich auch eh verloren. Also ja. Ich habe kaum einen Talisker gefunden, den ich jetzt nicht trinken könnte. Also vorher hat mich am meisten beeindruckt der 57 North, oder wie der heißt? 57 North. Den fand ich richtig gut und das ist total krass, oder? Boah, der ist geil. Also die Nase ist toll. Aber 59, Volumen, der hat so viel Alkohol. Mm. Der Rauch ist total eingebunden. Ja. Merkst du das? Also ich finde den gar nicht so schlimm rauchig. Ich habe erst jetzt gedacht, der ganze Raum steht hier gleich voll in Flammen. Aber ich finde, es ist schon so dieser schöne maritime Talisker-Rauch. Also dieses leichte Jodsalz ist schon zu riechen. Ja. Made by the Sea, so heißt es ja auch. Und ganz ehrlich, wenn ihr die Chance mal habt, fahrt auf die Isle of Skye. Es ist wunderschön dort. Und die Brennerei ist auch wirklich wunderschön. Und witziger Fun Fact, die Leute von Tastillery, netten Gruß nochmal, die haben da gerade ihren Fotoshoot gemacht. Und ich war dann so, hallo, moin. Und die kommen auch aus Hamburg, glaube ich, ne? Ja, Hamburg, richtig, ja. Ne? Genau. Die haben erst gar nicht reagiert. Ich bin vorbeigelaufen, ich sage, moin, Männers. Und die, wer sagt denn hier moin in Schottland? Ich probiere den erstmal unverdünnt. Mal gucken, was er macht. Auf jeden Fall. Ne? Ja. Na gut, dann bis morgen. Mm. Oh. Oh.
Druck ohne Ende, aber... Oh, so süß hinterm Bauch. Boah, ist der lecker. Ey, lecker, nicht fett. Also, ich muss tatsächlich sagen, der schmeckt für mich wie der 10er in Fassstärke. Ja. Also, das ist wirklich... Also, die 2 Jahre, scheiß der Hund drauf. Und, also wirklich ein klassischer Talisker, viel Druck. Pfeffer, also der Chili Catch, klar da. Mhm. Vielleicht auch ein bisschen Jugend, aber stört überhaupt nicht. Also, leckeres Teil. Schön auch, ne? Ja, total. Wirklich viel Vanille auch. Ja, richtig viel. Fast schon Creme Brûlée. Mhm. Und ich tatsächlich sagen, mit, ja, mit Creme Brûlée, mit Salz, mit Salzkaramell. Ja, ja, mit Salzkaramell, genau, das boah, passt. Boah, das ist geil. Na, der ist toll. Der ist, richtig der ist echt toll. Ich wollte auch noch irgendwas sagen über Talisker zum Thema Isle of Skye besuchen. Bucht eure Unterkünfte frühzeitig, weil die Insel ist mittlerweile echt gut überlaufen. Mhm. Also ich habe es jetzt wieder gemerkt, dieses Jahr, es wird jedes Jahr mehr. Aber ich habe dich unterbrochen. Alles gut. Ich bin, als ich da hingefahren bin, relativ witzig auch, ich habe mir dort ein Auto gemietet und bin dann auch auf der falschen Seite und dann auch Automatik gefahren, was ich normalerweise nicht mache. Und dann geht die Straße im Prinzip so den Weg runter und rechts runter fährt man zur Brennerei, aber ich habe verwirrenderweise aufs Navi gehört und das Navi hat gesagt, fahren Sie geradeaus und das Navi meinte geradeaus runter und ich bin dann aber links hochgefahren und dann bin ich da irgendwo komisch in den Bergen und hinten wieder rausgekommen. Das war etwas verwirrend. In Schottland? Ja. In Schottland hier aufs Navi hören, nee. Immer der Straßenkarte folgen. Ja, das also, es ist echt. Navis und Schottland sind keine guten Freunde. Ich habe mal einen Schuss Wasser reingemacht. Ich auch. Ich rieche gerade gar keinen Unterschied. Nee. Gerade gar nichts, ehrlich gesagt. Was ist jetzt passiert? Also, der Rauch ist komplett weg. Ja, ne? Ja. What? Ich habe den Rauch weggezaubert. Weggeraucht. Ja, krass. Also, ich hoffe mal, der schmeckt noch gut. Also. Mm. Mhm. Das ist einfach geil. Mhm. Ich muss tatsächlich sagen, mir hat er ohne Wasser besser geschmeckt. Mhm. Der Rauch ist jetzt für mich weg und es schmeckt jetzt ein bisschen. Die Süße ist für mich jetzt in Richtung Würze gekippt. Mhm. Richtung so Maggi-Würze, mhm. Suppenwürze. Also weniger dieses Vanillige ist jetzt in den Hintergrund gekommen, getreten und jetzt ist eher diese Würze in den Vordergrund getreten. Mhm. Jüngere Whisky, Wasser, Ja, ne? Weiß man nicht. Ne? Ja. Vielleicht. Gut, ich will jetzt nicht spekulieren, vielleicht haben sie ihn auch in Fassstärke abgefüllt, weil er einfach so am besten steht, möglicherweise. Kann sein, muss nicht sein. Aber auf jeden Fall, die Frage ist natürlich, was kostet das Teil in Deutschland? Ja. Der kommt nach Deutschland, ne? Ja, der kommt nach Deutschland. Ja. Ist, bis auf Nordamerika, aber in Europa auf jeden Fall. Gut, wir können ja spaßhalber, wenn wir es nicht wissen, mal sagen, auf 3, was wir für diese Flasche bezahlen würden, wenn er in Deutschland auf den Markt kommen würde. Aha. Wir überlegen kurz beide. 3, 2, 1. 70 Euro. 60 Euro. Okay. Ich wäre sogar ein 10er. Ja, also ich würde tatsächlich sagen, 60 Euro ist der Whisky auf jeden Fall wert. Ja, ich habe 70 Pfund dort vor Ort gezahlt. 70 Euro hätte ich cooler gefunden tatsächlich. Aber von dem, was die dort rumstehen hatten. Und spannenderweise auch tatsächlich, die hatten den abgeschlossen. Nur eine Flasche im Display. Aha. Und man musste an die Kasse gehen und der hat extra eine Flasche rausgeholt. Weil der war gerade, als ich dort war, ein paar Tage auf dem Markt. Okay. Ja, danach habe ich erstmal ganz groß überall die News gesehen und so weiter. Und ich sage, ich habe eine Flasche, Ja. Ja, und die möchte ich natürlich mit euch teilen. Ja, schön. Also toll. Danke. Ja, gerne. Tolle, richtig geiles Teil. Ja. Spannende Abfüllung. Wer Talisker mag, der wird sich definitiv, der wird nicht enttäuscht sein. Mhm. Da würde ich meine Hand für ins Feuer legen. Das ist wirklich ein klassischer Talisker, wie man ihn kennt, nur mit richtig schönem Druck. Mhm. Und tatsächlich freue ich mich auch, dass da kein Sherryfass drin ist. Ja. So gern ich Sherryfässer mag, ich finde es toll, dass die, ich finde, die haben genau die richtige Fasswahl getroffen. Wirklich hier, ne? Deep Charred First Fill Oak Ex-Bourbon Cask, absolut spot on. Mhm. Genau das, was dieser Whisky braucht. Nicht mehr und nicht weniger. Genau. Oder? Kein Schnickschnack, ja. Tolle Flasche. 8 Jahre dick und mutig draufgeschrieben, finde ich auch super. Ganz ehrlich, mehr davon hätte ich Selbstbewusstsein, gesagt. Selbstbewusstsein, ist so. Ja. Und steht dazu, wenn 8 Jahre alt ist, steht dazu auch wieder, bringt auch wieder die Ex-Bourbon-Fässer wieder in den Vordergrund. Wenn das gute Fässer sind, ist ein Bourbon-Fass ein Traum. Allerdings. Und warum da immer irgendwie mit 5-fach Finishing und aufpolieren? Das ist ein toller Whisky, da muss man doch nichts dran verbessern. Richtig. Oder? Ja, bin ich voll bei dir. Boah, schick. Auf den zweiten Schluck gefällt er mir wieder besser. Ja. Der macht jetzt gerade ein bisschen die Nase. Ich glaube, der braucht ein bisschen Zeit im Glas. Ich bin schon gespannt, wenn er halt ein bisschen vor sich hin oxidiert, ob er nochmal richtig aufmacht. Jetzt kriege ich so ein bisschen Asche. Mhm. Toll. Tolles Teil. Richtig geil. Fertig, oder? So bleibt's. Geil. Alles klar. Bis später. Bis später, Leute.